der stärkste Laserpointer auf der Welt. Digga, es brennt einfach! Digga, wie sowas krasses Holy gesehen. Shit! Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Freunde, heute testen wir die wildesten TikTok-Produkte. Wie ihr seht, ist neben mir noch ein leerer Stuhl, denn wir haben heute einen Special Guest am Start. Einen riesen Applaus für Finne! Das geht! Ja. Freunde, ich würde sagen, wir labern gar nicht viel rum. Wir starten mit den ersten Sachen. Und zwar haben wir hier einmal legendären Wasserpistolen, die jeder kennt aus den TikTok-Videos. Oh, was ist das denn? Das ist Holy moly, das ist eine elektrische Wasserpistole. Ich habe Videos gesehen, da kann man auch so Scheiben und so durchschießen. Ja, mega. Ah, okay, okay. Weißt du, wie man das sowas zusammenbaut? Wahrscheinlich weiß ich das. Ich hab gelogen, ich weiß nicht, wie es geht. Wir werden jetzt mal testen, wie das funktioniert. Ah, oh, oh. Die ist nicht dicht! Die ist nicht dicht! Wie doof kann man sein, wirklich? Okay, testen wir die andere. Ich glaube, ich hab's geschafft. Mund auf. Oh Gott, oh, stark, Alter! Ist richtig stark! Okay, wir machen jetzt den Test. Wir gehen raus, Freunde. Okay, wir machen jetzt Schnickschnack-Schnuck bis 1. Der Verlierer muss beide Pistolen auf seinem Rücken quasi testen. Aber Freunde, bevor wir anfangen, der Hoodie und das T-Shirt, was wir tragen, sind Pieces der neuen Kollektion meiner Modemarke Distance. Checkt die Sachen sehr, sehr gerne ab auf distanceclub.com. Es sind nur wenige produziert, also seid schnell. Ja! Okay, okay. Es zieht schon ein bisschen, Bruder. Okay. Boah, ich hab richtig Angst vor der Lichter. Diese Pistole hat 100 Euro gekostet und die ist nicht mal... 100 Euro, Alter. Du hast Angst? Mach mal was. Nein! Wie geil ist das denn? Ich sowas früher als Kind gehabt, so eine elektrische Wasserpistole, man wäre der Kind. Okay, Freunde, wir sind wieder back. Ich muss ganz ehrlich sagen, die gefällt mir auf jeden Fall viel, viel besser als die andere. Also, mir hat die andere besser gefallen. Von 1 bis 10 Leven Rays würde ich 8 Leven Rays geben. 8? Ja, ich auch. Also, die gefällt mir, wie gesagt, besser als die große, weil die große ist doch einfach undicht irgendwie. Aber echt geiles Produkt. Und Freunde, übrigens, alle Produkte, die wir in diesem Video testen, verlose ich an euch. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist mir auf Instagram folgen und mir eine DM schreiben, welches Produkt ihr haben wollt und warum ihr dieses Produkt gebrauchen könntet. Und ich würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten. Freunde, hier haben wir das nächste Produkt. Es ist so ein Schreibtischding, was man irgendwie so aufstellt. Ich habe das richtig geil gefunden, als ich das irgendwie auf TikTok gesehen habe. Ich kann schnacken, Kopf und Nacken. Absolut satisfying. Ich bin ultra gespannt, ob das funktioniert. Oh mein Gott, das ist so ein Ding, was immer so unendlich ja, geht, ne? Ja, unendlich, die ganze Zeit. Ich hoffe, das ist auch genauso klar. Nee, es ist ein physisches Gesetz, dass etwas nie unendlich lang sich bewegen kann ohne zugeführte Energie. Echt jetzt? Ja, das heißt, es ist ah, hier kann man es ehrlich halt laden. Krass, ja. Okay. Versuchen wir ja. Oh, oh, oh. Hä? Ich glaube, du musst es anschalten oder so. Oh! Nein. Oh! No way, no way. Wie geil, Alter! Das ist ja übel geil. Das ist ja ultra geil, Digga. Ich könnte mir das stundenlang auf den Stapel stellen. Ultra random, aber ultra geil. Wie geil einfach. Okay, was sagst du, was gibst du diesem Produkt? Also erstmal krass, dass es funktioniert. Wie viel das gekostet? Ich glaube, es hat so 80 Euro gekostet. Okay, also an sich finde ich es geil, aber 80 Euro ist halt schon hart. Echt schon hart, ja. Freunde, schreibt ihr gerne auch mal in die Kommentare, wie ihr die Produkte findet von 1 bis 10. Also ich würde sagen, ich würde ihm so eine 7 geben. Ich würde eine 6 Leven Rays würde ich 6? Geben. Nee. Okay, 6 Leben Rays. Freunde, wir kommen zum nächsten und ich glaube, das ist das randomste Produkt, was ich mir jemals bestellt habe. Du musst niemals damit rechnen, was jetzt kommt. Was könnte das sein? Ich habe keine Ahnung. Okay, es ist ein Gerät, okay, wo du deine Schuhe in so eine Tüte machen kannst. Und wenn du zu Leuten gehst, dann musst du deine Schuhe nicht rausziehen. Sag mir mal, was ich machen muss. Du musst die alle so da auf diesen Ding entspannen. Sicher? Lass mich mal machen. Lass mal den Boss. Also heißt, man tut da jetzt einfach mit dem Fuß, glaube ich, reinstehen. Und dann geht die Tüte drüber. Okay, Freunde, jetzt geht's zum Test. Joe, Bro, was geht? Hallo, Levin, schön, dass du da bist. Komm gerne rein. Oh, Bro, soll ich vielleicht meine Schuhe ausziehen? Nicht, dass ich deine Wohnung noch dreckig mache. Normalerweise müsstest du das, aber nicht bei mir, denn ich habe den Schuhinator 3000. Krass. Einfach nur deinen Schuh rein. Okay. Und schon ist der Hausboden dein. Warum geht's nicht, Digga? Das haben wir falsch gemacht. Bruder. Neuer Versuch. Wie ihr gesehen
Inat, wir hatten ein bisschen Startschwierigkeiten, aber eigentlich ganz cooles Gadget. Eigentlich ganz geil, ja. Was sagst du? Was gibst du ihm? Leaven Race würde ich ihm dann schon so eine 7,5. Eine 7,5? Also, wenn alles einwandfrei funktioniert, würde ich ihm sogar eine 8 geben, aber jetzt, vielleicht haben wir es auch falsch zusammengebaut. So eine 5. Aber eigentlich echt ganz cool. So bei Partys oder so, keiner muss die Schuhe ausziehen. Ist eigentlich schon geil. Ich würde sagen, Freunde, wir gehen zum nächsten Produkt. Freunde, als nächstes Produkt haben wir hier Glocky. Da ist die Uhrzeit drauf. Okay, ich habe sowas schon mal gesehen. Ich glaube, das ist so ein Wecker. Freunde, das ist ein richtig wilder Wecker. Es gibt doch bestimmt den einen oder anderen Langschläfer unter euch, die irgendwie morgens nicht aus dem Bett kommen. Und ich sage euch, wie es ist. Das ist richtig cool. Ich hoffe, dass es genauso funktioniert wie auf dem Video. Wenn das klingelt, dann logischerweise mit den Rädern fährt es einfach von euch weg. Ihr müsst quasi den Wecker hinterher laufen und rennen, um ihn auszumachen. Was, wenn es in sein Gesicht geht? Ja, dann ist schlecht. Oh, scheiße, Mann! Wo ist mein Wecker? War jetzt doch irgendwie ein bisschen langsamer wie ich gedacht. Ich muss ehrlich sagen, es sind 2 Leven Race für mich. Freunde, nicht zu vergessen, in diesem Video werden natürlich auch wieder 3 Leute von euch gegrüßt. Deshalb gehen liebe Grüße raus an Ed Anto Forel, Lisa Marie und natürlich auch SM King. SM King. Freunde, wenn ihr im nächsten Video auch gegrüßt werden wollt, dann schreibt jetzt einen Kommentar. Freunde, wir kommen zum letzten und zum heftigsten Produkt. Dieses Produkt hat mich, glaube ich, lass mich nicht lügen, 250 bis 300 Euro gekostet. Und zwar das hier, Freunde, ist der stärkste Laserpointer auf der Welt. Damit ihr versteht, wie stark dieser Laserpointer wirklich ist, gebt mir mal eine Sekunde. Und zwar haben wir hier einen Karton. Und wir halten jetzt den Laserpointer hier drauf. Was? What the fuck? Und der Karton fängt an zu brennen. Was ist, wenn man das in deinem Gesicht macht? Nein, das ist nur Licht. Komplett crazy. Es glüht. Es brennt und glüht einfach. Sieht man das? Einfach 2 Löcher da drin. Freunde, übrigens, falls ihr euch auch diesen Laserpointer kaufen solltet, passt damit wirklich auf. Wir sind hier Profis, wir sind geschult, wie wir diesen Laser benutzen. Ja, auf keinen Fall in die Augen. Kann ich eine Kerze anzünden? Eine Kerze? Ja, aber wir haben jetzt Oh, shit. Oh, oh, oh. Boah, wie das aussieht. Oh mein Gott. Holy shit. Freunde, ich würde sagen, wir probieren den Laser jetzt noch bei Nacht aus. Okay, Freunde, mittlerweile ist es dunkel und wir testen jetzt mal diesen Laserpointer. Ich zeige euch mal, wie hell der wirklich ist. Wir haben hier einen komplett dunklen Raum. Oh, shit! Ich muss den Laserpointer bewegen, sonst macht er noch ein Loch in die Wand. Es ist komplett hell hier, nur wegen dem Laserpointer. Okay, Freunde, wir machen jetzt mal einen Test hier im Dunkeln. Wie weit kommt der Laserpointer wirklich? Ah. Holy shit! Alter, guck mal, wie das im Video aussieht. Wie ein fucking Laserschild. Das ist ja mal komplett crazy. Freunde, wir sind wieder weg. Alter, was waren das für crazy Produkte? Also ich muss schon sagen, es macht echt fun, die Sache auszuprobieren. Was würdest du im Laserpointer jetzt geben? Einfach, weil ich so krass erstaunlich finde, würde ich 10 von 10 nehmen. Ja, der Laserpointer wirklich eine aber 10 von 10. Ist halt trotzdem fucking teuer. So. Ist also, fucking wenn teuer. Wenn man es nicht braucht. Und auch echt gefährlich. Damit sollte das man auch kein Mensch, aber es ist cool. Ja, es ist cool. Es ist schon sehr cool. Freunde, lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da. Wenn es euch gefallen hat, checkt auf jeden Fall den Bruder Findel ab. Wenn ihr bei einem Gewinnspiel mitmachen wollt und einer der Produkte gewinnen wollt, dann folgt mir auf Instagram, schreibt mir in die DM, welches Produkt ihr haben wollt und warum ihr das Produkt gebrauchen könntet. In dem Sinne, Freunde, ich würde sagen, Findel hat das letzte Wort. Wort.